Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder los, der Winter ist fast rum, wir wollen am Wochenende mit dem Abarth fahren. Genau deswegen sind wir bei der Firma 55 Parts. Raffi auch mit am Start. Als allererstes musst du mal... Also, stopp, habe ich gerade gesagt, es geht um Thema Bremse? Nein. So, wir sind seit einem halben Jahr dabei, Abarth Bremse zu berechnen, auszulegen und so weiter. Irgendwann mit Raffi Kontakt aufgenommen, weil ihr seid, ich sag jetzt mal, spezialisiert in AP-Bremsen, Konstruktion, Bremssatter, Halter, Schweißen, Fräsen, Bauen etc. Mhm. So ist das Ganze entstanden und jetzt haben wir tatsächlich endlich nach, denke mal, es gab keinen, der dich mehr belästigt hat als ich in den letzten Monaten, weil wir haben wirklich alles uns durchüberlegt, berechnet, konstruiert, überlegt, dann Thema Lieferzeiten, kommen wir später im Video drauf, ist ja auch noch so eine Sache. Mhm. Aber jetzt ist es tatsächlich so, es soll eine Bremse geben und im heutigen Video erfahrt ihr, was in den Arbeit draufkommt. Aber als allererstes müssen wir ein bisschen über 55 Parts reden. Mhm. Wir sind hier bei euch in der Werkstatt. Mhm. Genau, ja, 55 Parts, vielleicht der ein oder andere, falls ihr unsere Videos schon kennt, schöne Grüße. Wir sind seit 4 Jahren ein Tuning-Unternehmen, eigentlich reiner Online-Handel gewesen, mhm. bis September 2022 tatsächlich. Jetzt seit September 2022 hier die Werkstatt eröffnet, machen also auch Umbauten. Eigentlich spezialisiert auf BMW, also haben angefangen mit BMW N54, hattest du ja auch schon ein paar Mal in deinen Videos bei Suvi und so. Da kommen wir so her aus dem Bereich und ja, in den 4 Jahren ist es halt immer weiter gewachsen. Und da ich selber viel auf der Rennstrecke unterwegs bin, weil ich so ein bisschen ja, weg von der Straße hin zur Rennstrecke, wie es ja bei dir auch gelaufen ist eigentlich, kam dann das so ein bisschen in unser Portfolio. Früher halt viel Ladeluftkühler, alles was man so kennt. Und dann haben wir halt angefangen mit den AP-Bremsen das Ganze so ein bisschen anzugehen. Und das machen wir jetzt 1,5, 2 Jahre würde ich sagen oder sogar schon ein bisschen länger. Und haben uns da halt ein komplettes Portfolio aufgebaut, sind da extrem gut aufgestellt, können im Prinzip für jedes Auto, was man sich so vorstellen kann, ein Bremsensetup konstruieren. Also das heißt, wir haben eine große Datenbank an Radträgern, wo wir dann eben hergehen können und sagen können, du möchtest den Sattel, du möchtest den Reibring und dann konstruieren wir dafür und lassen fräsen, passend Topf und Halter, wie es ja bei dir auch passiert ist. Es ist gerade auf dem Weg her die Bremsverschleißanzeige bei meinem Bus angegangen, bei dem T5. Geht auch. Kann man da vielleicht auch was für machen? Geht auch. Also auch Tesla zum Beispiel, wollen wir jetzt vielleicht mal angehen was? Das heißt aber, es gibt tatsächlich Datenbanken, wo du sagen kannst, ich hätte gerne einen AP-Vierkolbensattel für den Abarth und der sagt dir gleich die Maße für den Halter. Wie, wo, was, Offset, Durchmesser. Genau, wir haben da relativ gute Partner. Ich will da nicht zu viel verraten, aber wir sind da gut aufgestellt. Ist halt immer so ein bisschen... wenn man jetzt so eine Datenbank hat, so eine riesen Datenbank, dann kann es mal sein, wenn wir einen komplett neuen Fahrzeugtyp machen, dass wir 2 Revisionen machen müssen. Das hatten wir jetzt ab und zu mal, dass halt irgendwie ein Millimeter Versatz war, das passiert mal. Dann machen wir einen neuen, aber einfach die Grundsubstanz, wie lege ich den Halter aus, wie stelle ich den Versatz des Topfes dar, das kriegen wir halt hin und können es, wie gesagt, auf jeglichen Sattel, auf jegliche Kombination von Reibring und so weiter adaptieren. Muss natürlich immer gucken, wie wir das ja auch gemacht haben, ob Reibfläche zueinander passt und so weiter. So war es in unserem Fall tatsächlich nämlich auch. Ihr brauchtet für die Vorderachse, Hinterachse war ein bisschen schwieriger, weil ja diese Überbremsthematik immer noch da ist, erstmal gar keine Daten, gar nichts. Also war wirklich so aus dem Computer gezogen. Genau. Nochmal zum Thema 55 Parts. Ihr habt angefangen, aber auch direkt Rennstrecke oder mehr noch so dieses klassische, weil N54 ist für mich eigentlich so der, ich nenne es jetzt mal der Golf GTI, der 2.0 TFSI von den BMW, ja, ne? Ja. Wo ja eigentlich 500-600 PS und Autobahn immer angesagt war. Ne? Genau, also angefangen hat das im Prinzip, ich weiß nicht, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Ich habe einen 1.35 gehabt, da halt hobbymäßig dran rumgeschraubt. Und dann hat das tatsächlich so ist das entstanden, dass es keine Kupplung auf dem Markt gab für das Auto. Ich bin so 580 PS gefahren und alle Kupplungen, die es gab, haben nicht funktioniert. Und dann habe ich Kontakt zu einem polnischen Zulieferer bekommen, der eben 2-Scheibenkupplungen für das Auto herstellt. Da gab es damals nichts. Mit dem halt zusammengearbeitet, top funktioniert. Irgendwie nach der 3. Kupplung, die nicht lief, die eingebaut. Die läuft heute noch in dem Auto, glaube ich. Und dann ging das halt los. Dann fragte er, willst du nicht für mich Deutschlandvertrieb machen? Der hat viel nach England verkauft und da gingen die Umsätze immer runter, immer weiter runter und er wollte dann den deutschen Markt so ein bisschen angehen. Wie gesagt, also, dass wir das machen, ich und ein Bekannter, den ich auch über die Autos kenne. Ja, und meine Frau hängt da auch noch mit drin in dem Unternehmen. Die ist sozusagen die Chefin hinter allem. Und dann ging das los mit reinem. Passt auf, dass nicht zu viele Jacktunes gebaut werden. Genau. Nee, die hat selber eins. Echt? Ja, also E92 M3 ist ihre. Ah. Ja. Geil. Da haben wir letztes Jahr einen gekauft. Also könnt ihr zusammen immer Benchmark ballern. Ja, genau, wir fahren zusammen. Ja.
sie ist da auch engagiert und bei, genau, sie hat da auch Bock drauf. Und dann, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall so diverse Autos, die wir später irgendwann nochmal, ich meine, das Wetter wird mittlerweile besser, auf jeden Fall nochmal fahren müssen. Ja. Toyota Yaris. Genau. Auch noch so ein Ding, aber wir wollen das Video nicht wieder unendlich in die Länge treiben, deswegen das machen wir später alles. Ja, ja, also wir haben, denke ich, einiges an interessanten Projekten. Und dann, jetzt habe ich nicht unterbrochen, sorry, und dann ging es weiter in Richtung Rennstrecke. Genau, also dann bei dem Auto war es halt so, das werden auch einige von euch kennen, man fährt dann auf der Straße, hat 580 PS und kann nie Gas geben. So, und dann mal die Idee bekommen, Rennstrecke fahren, dann halt die ersten Trackdays gemacht, dann gemerkt, 580 PS mit einem Auto, was umgebaut ist für die Straße, funktioniert für die Rennstrecke gar nicht. Ja. Und dann ging das halt immer so weiter. Und dann haben wir quasi gleichzeitig den Shop hochgezogen mit Tuning-Teilen für die Straße, sind dann aber dadurch, dass wir mehr auf der Rennstrecke gefahren sind, der 1er ging dann weg, es kam M2, der halt dafür besser geeignet war. Und dann hat sich das Portfolio immer mehr in Richtung Rennstrecke bewegt. Wir sind jetzt so ein bisschen zweigeteilt. Also wir machen viele Umbauten für die Rennstrecke, auch hier bei uns in der Werkstatt, und haben dafür viele Teile. Gerade die AP-Bremsen hat sich zu einem unserer Topseller entwickelt. Aber wir machen nach wie vor auch ganz viel Ladeluftkühler, Chargepipes, halt so das klassische BMW-Tuning, ne, sage ich mal. Crankhubs. Crankhubs ist eine Sache, genau. Das, ja. Ja, also wenn ich an BMW denke, muss ich leider immer klar, daran denken. Klar. Aber was cool ist, ich habe wirklich in den letzten Jahren viele Firmen kennengelernt. Das ist wirklich so, die Leute, die in der ersten Generation eine Firma aufbauen, ist fast immer so, dass es aus der Not heraus entstanden ist, eine Idee gehabt, irgendein Teil gibt es nicht, das bauen wir jetzt mal. Ja. Und so ging es los. Ja. Wie zum Beispiel Firma Drexler, Sperrdifferenziale, da war es auch genauso. Es gab irgendwie für dieses Fahrzeug kein Differential. Mhm. Und dann haben sie angefangen, Differenziale zu bauen. Ja, siehst du mal. Deswegen. Okay, ja, dann lass uns mal gucken, was so geht. Also wir haben jetzt hier mal so ein bisschen was aufgebaut, was bremsentechnisch ging. Wir hatten bei diesem Auto das große Problem, dass die Hinterachse immer maßlos überbremst hat. Dann waren Daniel und Kai bei uns. Daniel steht übrigens auch. Guten Morgen. Hat nämlich auch ein paar Teile mal wieder mitgebracht. Immer wenn es um Arbeit geht, kommt Daniel wieder ins Spiel. Da hatten wir mehr oder weniger festgestellt bei der Berechnung, dass eigentlich die Hinterachse in Anführungsstrichen gar nichts kann bei dem Auto. Oder anders formuliert, je besser die Vorderachse wird, je schlechter muss die Hinterachse werden, weil unter Idealbedingungen das Ding so ein Stoppi machen wird. So, jeder, der ein bisschen denken kann, Stoppi heißt Räder hinten in der Luft, das heißt eigentlich kannst du Bremse ausbauen. Wie gesagt halt, ne? So, ne? Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwann eine Bremse habe, die vorne geil funktioniert, wird das Thema mit Überbremsen hinten eigentlich sogar noch umso schlimmer werden. Weil je mehr das Auto sich hinten entlastet, je weniger muss ich hinten bremsen. So, das war so die Ausgangsbasis. Und wir sind überhaupt auf die Thematik gekommen, weil ich ja das Problem hatte letztes Jahr beim Fahren, dass der Bremskolben sich immer wieder zurückdrückt, wo wir noch nicht wissen, ob es einfach generell Scheibe, Sattel ist oder Radlager. Radlager jetzt mal wieder neu gemacht. Das heißt, wenn es sich jetzt immer noch zurückdrückt, dann müssen wir da vorne massiv einfach nochmal ins Radlager bei. Ne? Mhm. So, damit sind wir ins Rennen gegangen. Dann kam relativ schnell bei raus, oder falsch, erzähl du mal, was wir überhaupt hätten machen können. In der Sache Bremse vorne. Wir bleiben erstmal nur bei vorne. Also machen können kann man fast alles. Letztlich sind immer so ein bisschen die Gegebenheiten. Also bei dir war es natürlich noch komplizierter, bin ich auch ganz ehrlich. Wir machen überwiegend Autos mit Bremskraftverstärker. Bei dir war ich ja war noch komplizierter. Nein, auch einfach die Sache an sich. Ne? Also, ja. Also bei einem Auto mit Bremskraftverstärker ist die Auslegung immer wesentlich einfacher. Deswegen ja auch noch die Unterstützung von Daniel da, dass man da einfach was baut, was funktioniert. Und wie gesagt, grundsätzlich machen können wir fast alles. Letztlich muss man sich immer die Frage stellen, wo will ich hin? Also was habe ich für ein Fahrzeuggewicht? Anhand dessen gucke ich halt, was für eine Größe von Reibring passen könnte, was für ein Sattel in Frage kommen würde. Und dann natürlich ganz klar die Felge. Also das ist halt das, was auch viele immer vergessen. Ich muss gucken, du fährst jetzt 17 Zoll, zufälligerweise, das ist jawohl. 9x17 ET30. Ja, die ne? gute ProTec 9x17. Genau, das ist genau die gleiche Felge, die wir auf unserem Yaris fahren und dementsprechend wusste ich natürlich direkt, was da an Bremse drunter geht. So, dann war ja erst deine Idee, dass wir hier den 6-Kolben-Sattel nehmen. Also wir haben ganz viele verschiedene Sättel, die man da von AP benutzen kann. Nee, das war nicht unsere Idee, sondern das Problem war einfach, dass die generelle Bremsauslegung gezeigt hat, ohne Bremskraftverstärker ist ja immer das Problem, dass irgendwann die Pedalkraft zu hoch wird. Deswegen musste ich neulich mir auch so einen kleinen Versuchsbau im Lager machen. Zwischen zwei Paletten habe ich mal geguckt, wie viel man mit dem Bein noch relativ entspannt treten kann von der Kraft her. Und da war es halt wirklich so, wenn die vorderen Kolben in der Bremse zu klein sind, musst du halt dementsprechend umso stärker reintreten. Mhm. Und das war so das Problem, warum wir dann uns irgendwann überlegt haben, ob man nicht in Richtung 6-Kolben geht. Und weil es natürlich auch geil ist, ein 6-Kolben. Und 6-Kolben ist immer geil. Ja. Also AP ist immer geil, egal wem ich diese Sättel so mal in die Hand gedrückt habe. Ja. Das
fest man an, als wenn es einfach so das Nonplusultra wäre. Ja. Also ist es aus meiner Sicht auch. Es gibt auch noch ein paar andere Hersteller, aber das ist halt so ein Produkt, wenn ich das verkaufe an einen Kunden, weiß ich halt, der ist super happy. Ja, also ja, und für mich ist AP halt auch einfach Rennsport, ne? Und alles, was im Rennsport funktioniert, also falsch, im Rennsport gibt es nur Sachen, die funktionieren, weil man wird sofort enttäuscht, wenn etwas nicht funktioniert, weil da ploppt das immer auf und sofort, ein Auto ist langsam, braucht man auch nicht dann irgendwie schönreden. Ja. Wenn eine Bremse nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Ja. Und man sieht es auch direkt. Und ja, weiß nicht, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr zu sagen, weil alleine schon für mich als Leichtbau-Freak, dass ich hier so überall durchgucken kann, ist halt schon einfach geil. Ist halt ganz interessant, weil das Design von dem Sattel kommt, also wenn du jetzt an den M6 GT3 oder M4 GT3, der neue glaube ich auch, die haben im Prinzip, sieht der Sattel 1:1 identisch aus, der ist halt nur aus dem Vollen gefräst, nicht zweigeteilt und das Design ist davon übernommen. Mhm. Also im Prinzip hast du, kann man so sagen, fast einen GT3-Sattel. Mhm. Mhm. AP ist halt hergegangen und hat diesen Sattel vom Design her, das nennt sich ja diese Radical Design heißt das, dieses Asymmetrische sozusagen, das haben sie halt übernommen und dann eben eine ich nenne es mal Low-Budget-Variante, kann man eigentlich auch nicht sagen, aber so ist es zumindest von AP gedacht. Ja. Und ja, wie gesagt, dann erst 6 Folgen. Das ist dann der da quasi ist. Das da ist die Straßenvariante. Okay, dann machen wir dann erstmal hier weiter und dann gucken wir uns das da an auf jeden Fall. Genau, also Radical heißt das, das Konzept, wie der Sattel aussieht. Also der heißt zwar auch Radical, aber diese geschwungene Form und so weiter, das nennen die Radical. AP Racing Pro 5000R ist aber sonst schon Maß der Dinge oder gibt es, also ist das eigentlich nur für die Rennstrecke gedacht? Ja, also wir haben viele Kunden, die dann fragen, kann ich das auch auf mein Straßenauto machen? Klar kannst du, aber wie wir das ja hier sehen, wir haben keine Staubschutzmanschetten, was halt für Rennstrecke mega geil ist, weil nichts wegschwitzen kann. Mhm. Also wir haben nur innenliegende Dichtringe, was halt für Straßennutzung immer so eine Sache ist. Dann auch die Toleranzen von dem Sattel, die sind halt so ausgelegt, dass halt auf der Rennstrecke richtig Hitze reinkommen kann, trotzdem nichts klemmt oder irgendwas Probleme macht. Und wenn ich das jetzt auf der Straße fahre, dann noch mit einem Belag, der Temperatur braucht, dann habe ich halt auch einen viel höheren Verschleiß. Also letztlich ist es eigentlich nicht empfehlenswert für ein Auto, was nur auf der Straße fährt, so eine Bremse zu montieren. Man sieht es auch schon wieder daran, dass, also die haben selbst so krass auf alles geachtet, dass nur in Bremsdruckrichtung hier überhaupt Plättchen drin sind, für den Belag zum Führen. Da sind wir keine. Dann haben wir halt bei dem Sattel diese Anti-Knockback-Federn, was ja auch auf das Problem eingeht, was du gerade gesagt hattest. Wir haben es tatsächlich schon zerlegt. Ich wollte es nämlich unbedingt sehen. Genau. Ja. Diese kleine Feder ist hinter dem Kolben. Ich muss auch nochmal ein Lob an der AP aussprechen. Ich habe in meinem Lebtag schon wirklich viele verschiedene Sättel zerlegt, weil ich habe die früher immer Gebrauch gekauft, zerlegt, revidiert, gepulvert und wieder verkauft. Vor 20 Jahren. Und ist kein Spaß, wirklich. Ich finde das so geil. Also ich sage durch meine Hände, sind egal, viele, viele Sättel schon gegangen, wirklich querbeet. Und auch so, ich weiß ganz genau immer so, auf welchen Autos welcher Sattel ist. Also das war damals immer mehr so diese Zeit Porsche 4- und 6-Kolben-Sättel, die auf jedes andere Auto gewandert sind als auf dem Porsche. So, und da gab es verschiedenste Sachen. Ja. Wie geil diese Kolben allein schon gemacht sind. Nicht einfach nur ein Topf und fertig, sondern wirklich gefühlt ist an alles nochmal nachbearbeitet mit Radien. Ja. Schon geil. So, und hier fehlt halt eine Staubschutzmanschette. Also, was heißt fehlt? Der Sattel hat keine. Der hat nur einen Dichtring da drin. Genau. Das denken manche denken, der hätte gar keinen Dichtring, fragen sich dann, wie das geht. Klar, natürlich hat er einen Dichtring, muss ja irgendwie. Aber eben, ja, die Staubschutzmanschetten, die kokeln halt immer weg. Und das kann unter Umständen auch gefährlich werden. Also die können halt auch mal anfangen zu fackeln. Ne? Mhm. Das haben wir auch schon. Also ich sehe die regelmäßig, ehrlich gesagt, immer drin. Ja. Ne? Bei den letzten Trackdays, die wir so gemacht haben, wenn man es halt nicht weiß, Serienbremse, heiß fahren, anhalten und es fängt dann zu brennen. Das sind ja dann immer die. Richtig. Die. So, und hier sitzt tatsächlich so eine Feder drin. Und die sorgt dafür, dass, wenn ich um eine Kurve fahre und der Belag sich meinetwegen ein bisschen wegdrückt, immerhin der Belag wieder an die Scheibe gedrückt wird. Genau. Sind serienmäßig drin in dem Sattel? Die sind serienmäßig drin, genau. Man kann da auch noch verschiedene Stärken wählen, je nach Einsatz. Also vielleicht ist das bei dir interessant. Wir haben bisher noch nie was anders machen müssen. Mhm. Aber das sind jetzt aber eher die weichesten? Also es gibt noch härtere? Also es gibt härtere auf jeden Fall. Okay. Ob es die weichesten sind, weiß ich gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall härtere. Naja, aber ich muss sagen, so ein AP-Sattel ist für mich einfach die Macht. Was halt auch hier dran cool ist, es ist eine extra Pulverbeschichtung. Viele wollen die lackieren lassen.
rate ich immer von ab, weil das hier hält halt der Hitzestand, da verfärbt sich halt nichts. Weil du hast immer bei ganz vielen Sätteln das Problem, dass die sich verfärben durch die Hitze. Das hast du mein Geschäftsmodell in 20 Jahren gerade kaputt gemacht, ne? Wenn ich dann anfange, die AP-Sättel zu revidieren. Nee, also in dem Fall finde ich, sieht der auch so geil aus, dass ich auslassen würde. Ja. Ist aber so, ne? Weil ich finde, dieser Grauton ist einfach für mich AP. Ja. Okay, das heißt, der Traum wäre natürlich gewesen, ein 6-Kolben-Sattel. Jetzt wird es erstmal nur ein 4-Kolben. Ich glaube allerdings, dass es auch, also ich glaube, das wird schon gut funktionieren. Das reicht dicke. Weil eigentlich ist ja selbst so ein 4-Kolben-Setup immer eher ein Setup für ein Auto. Was wiegt der Yaris zum Beispiel? Der wird ja 1300, 1400 Kilo wiegen, so in den Dreh. 1250 oder so. Ich glaube, du hast schon Leichtbau hinter euch auf jeden Fall. Ich glaube, also um den Dreh. Wir müssten jetzt nochmal final wiegen, aber ich glaube, letztes Gewicht war 1250 oder so. So, und beim Abarth reden wir von 900 vorne und hinten alles zusammen. Deswegen denke ich mal auch. Ja. An sich meinte auch, Conti meinte auch, dass für das Renn-ABS ist es theoretisch auch besser, wenn wir eher einen kleinen Belag haben. Mhm. Weil der kleine Belag ein bisschen schneller regeln kann, übertrieben gesagt, als der große, der wirklich zupackt, aufmacht. Da ist der kleine natürlich ein bisschen, auch ein bisschen. Deswegen, ich denke mal, wir fahren da so ganz gut. Jetzt gab es nur noch die Variante, tatsächlich bei AP wieder, kleine und große Kolben. Genau. Ich glaube, dazwischen gibt es noch eine Variante. Ne? Die haben, glaube ich, drei Varianten. Ja, genau, es gibt nur CP9440. Der ist dazwischen, ja. Wir machen aber im Regelfall, also wir haben so ein bisschen bei AP, das hattest du ja im Intro schon angesprochen, das Problem mit Lieferzeiten. Bei uns ist es so, wir nutzen eigentlich im Regelfall den 9660er 6-Kolben. Mhm. Also das heißt den da, der hat 18 mm Belagstärke. Mhm. Das ist so, ich sag mal, die Einstiegsvariante für so ein schwereres Auto. Dann gibt es noch einen 665er Sattel, da können wir gleich nochmal bei dem Auto drauf filmen, da ist der drauf, mit 25 mm Belagstärke. Und dann nutzen wir eigentlich den 9449er, also den hier, oder? Nee, den hier, mit den kleineren Kolben. Der ist ein Hinterachssattel für die BMW-Modelle und wir haben den zum Beispiel auch beim Yaris für die Vorderachse benutzt. Und das funktioniert halt mega gut. Ja, ja. Deswegen war ja erst die Idee, den bei dir auch für die Vorderachse zu verwenden. Wir haben dann aber ja auf Basis deiner Berechnung gesagt, wir brauchen einen Sattel mit einem etwas höheren Volumen und da ist dann eben der 9448 ins Spiel gekommen. Und haben deswegen jetzt einen 6-Kolben für vorne liegen und den 4-Kolben für hinten. das geht. Aber ja, das ist aber Optik, ist ja so für mich Maß der Dinge. Also den Sattel hinten, den vorne ist, ja, ist einfach für mich perfekt. Ja, das ist wie gesagt die Kombi, die auf den meisten BMWs so gefahren wird. 25 mm Bremsbelag? Mhm. Ist zum Glück genau eine Daumenbreite. Das sind jetzt 18er? Das heißt, hier kommt ein Spacer inzwischen? Wie läuft das denn? Wo kriegt man den Platz her, dass da so fette Belege reingehen? Nein, hier passen 18er rein. Mhm. Aber es gibt dann noch den 665er oder 668. Der ist hier drauf, der ist dicker. Okay, dann müssen wir doch mal einmal rübergehen. Ja, das ist halt so ein Endurance-Belag, würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Genau. So nehmen wir das auch. Wo ich gerade Stehbolzen sehe, habt ihr auch Stehbolzen-Sortiment? Also, wir haben im Prinzip alles. Alles. Also wirklich jetzt zum Beispiel bei dem Auto machen wir komplett Achsen, Crankhub, Bremse vorne, hinten. Sitze hat der Kunde selber gemacht, machen wir normal auch. Ja, wir haben wirklich mittlerweile so viel. Wir haben jede Baustelle angegangen. Das Einzige, was momentan noch so ein bisschen fehlt, sind die G-Serien. Da haben wir noch nicht so viel für. Aber gerade hier F-Serie haben wir echt viel. Bremsbelüftung sehe ich auch. Genau, Bremsbelüftung haben wir auch, was Eigenes. Ist das dann immer so In-House-Engineering, Probeautos, Testautos dran bauen? Ja und nein. Also wir haben viele Produkte, die wir in Anführungsstrichen selber entwickeln mit Partnern. Zum Beispiel bei den Bremsbelüftungen ist es so, da haben wir einen Partner MZ Motorsport, der hat sich halt zur Aufgabe gemacht, für die ganzen Autos so 3D-Drucke zu machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, also es ist immer unterschiedlich. Ne? Wir haben auch ganz viele so kleine Enthusiasten, die... Das machen wir halt auch super gerne. Also auch da, wenn jemand von euch irgendwie sowas für die Autos entwickelt hat, gerne melden. Weil wir haben wirklich auch viele kleinere Partner, die halt irgendwelche kleinen Sachen ausgetüftelt haben. Und dann versuchen wir irgendwie mit denen zusammenzuarbeiten und das halt zu vermarkten oder an den Mann zu bringen. Sind wir wieder beim Thema von vorhin, dass aus der Not heraus, weil es für so ein Auto immer nichts gibt, irgendeinen gibt es immer, der Bock hat, was zu basteln. Genau. Und das sind immer der beste Grundstein, ne? So, ich sehe, der Unterschied zwischen dem Sattel ist tatsächlich doch der ganze Sattel. Also der ganze hintere Teil ist, ja, das wirst du so nicht reinfilmen können. Ja, ne. Der ganze hintere Teil hier, dieses Teil ist wirklich komplett fetter. Und somit geht da der fette Belag rein. Wie lange hält jetzt so ein dicker Belag hier? Lange. Also Tom ist immer so ein gutes Beispiel, weil der halt extrem viel fährt, extrem schnell ist. Tut er tatsächlich, ja. Boah, was hat der? Der hat, glaube ich, pro Saison, und da fährt er echt viel, zwei Sätze Belege.
und einen Satz reibringe. Krass. Und wir haben der ja, nutzt die Bremse halt auch richtig, ne? Also das hört sich jetzt viel an, aber das ist extrem wenig. Ja. Also wir haben ja, das ist jetzt hier eine 378er Variante. Wir haben auf dem Tisch noch eine 368x36. Da haben wir ja diese angefahrenen, da müssen wir ja auch noch drauf eingehen bei dir. Also das heißt, wir kriegen aus einer Rennserie in England angefahrene Reibringe, die werden halt für ein Training oder so draufgepackt, dann wieder runter. Die sind meistens echt... Jawohl, guten Morgen. Meistens sehen die, also die sehen aus, als wenn du mit dem Auto, keine Ahnung, 3 Runden Nürburgring fährst. Ja, ja, ja. Ne? Und die, den Reibring, den fahren halt die meisten, die auch so ein bisschen aufs Budget achten wollen, weil dann verringerst du deine Betriebskosten extrem. Mhm. Also ein Reibringsatz kostet bei uns 380 Euro. Dafür kriegst du halt im Regelfall keinen originalen BMW. Von den angefahren. Scheibe. Genau. Aber hier mal Ruhe, das muss ich mal zeigen. So, das heißt, in unserem Fall kommt zum Einsatz 355x32. Mhm. Genau, die sehen jetzt hier ein bisschen aus. Das ist aber so ein Staubeintrag. Wenn du da 2-3 Mal bremst, dann ist das in Ordnung. Das ist wieder weg. Genau, und ja, das sind jetzt Brembo-Scheiben tatsächlich. Also hier kombinieren wir eine Brembo-Scheibe, weil wir die halt kriegen, weil die auf... Ich weiß gerade nicht, auf welchem Auto die gefahren wird. Das ist eine Hinterachse von irgendeinem Auto. Ich müsste mal gucken, vielleicht kann ich es euch nochmal schicken oder so. Genau, das ist halt die eine Variante. Die nutzen wir auch für die Hinterachse bei den BMWs mit dem 9449er Kolben. Und das, was Tom zum Beispiel fährt oder wir auch auf unseren Autos im Regelfall, ist die 368er AP-Scheibe für die Vorderachse. Mhm. So, und davon verbraucht Tom einen Satz pro Saison ungefähr. Und da fährt er halt, keine Ahnung, 4 Trackdays und ich glaube, was hat er gesagt? 250 Runden Nordschleife. Ja, also der fährt wirklich viel. Also er hat halt vorher PFC-Scheiben gehabt und die haben halt halb so lang gehalten. Ne? Also das fand ich halt immer krass. Also, ich finde schon wieder, man sieht selbst an den Reibringen, sieht man einfach, dass AP einfach AP ist. Ja. Weil, guckt euch mal so diese Belüftung an, sowohl außen als auch innen, ja, wie diese Kanäle aufgebaut sind. Das sieht schon krass aus alles. Das ist sogar in der Tat auch hier nochmal ein Special, weil den Reibring bekommst du nicht bei AP. Den bekommt nur die Rennserie, die ist extra für die Rennserie gefertigt. Und ihr nehmt für 2 angefahrene Reibringe 380 Euro? Ich glaube 380, ja. Das ist echt nicht viel. Ja, und wie gesagt... gerade bei den Autos kostet ja eine Originalscheibe ratzfatz, keine Ahnung, das Pärchen 1.500 Euro. Ja, so, ne? Deswegen, also wenn du Rennstrecke fährst, nach einer Saison hast du so eine Bremse raus. Ja. Und... nicht zu, ganz zu schweigen davon, dass das Ding halt macht, du kannst halt machen, was du willst mit dem Auto und die Bremse wird halt nie Probleme machen. Je nachdem, auf welcher Strecke man fährt, sagen wir halt, nimm lieber den dickeren Sattel, wenn du jetzt Hockenheim oder viel GP-Strecke fährst, da ist halt dann nochmal die Bremsenbelastung höher als im Nürburgring. Am Ring zum Beispiel reicht der 9660er mit 17 oder 18 mm Belegen. Genau. 355, 368. Ja. 3,68, 17 Zoll, aber keine Chance. Nein, gar nicht. Es gibt gar nicht. Also mit 6 Kolben schon mal gar nicht. Wenn dann wahrscheinlich eh nur mit dem 4 Kolben. Aber man darf nicht vergessen, jetzt gerade habe ich 3,30 vorne drauf. Und 3,30 zu 3,55 ist ja auch schon wieder. Ist ja auch schon wieder. Du willst ja auch Gewicht sparen. Ja, das Bremse ist tatsächlich ein Punkt, wo man immer sagt, groß, 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 groß. Ja. Dafür, dass man an anderen Stellen jedes Kilo wieder rausholt. Ne? Gebe ich dir vollkommen recht, weil im Zweifelsfall würde es sogar eine richtig krasse 15 Zoll Felge mit einer, keine Ahnung, 330er, 310er Scheibe. Mhm. Wenn man da die richtige Scheibe mit dem richtigen Belag, mit der richtigen Belüftung fährt, würde es da ja auch komplett ausreichen. Ne? Ja. Aber das ist halt wie mit Felgengröße, eine große Bremse sieht einfach geil aus und das wird halt immer so bleiben. Wobei, was wir da jetzt auch neues Programm haben, wo wir drüber gesprochen haben. Auch schon bei der hinteren, aber die seht ihr gleich. Ja, ja, was wir, wo wir noch drüber gesprochen hatten, was wir jetzt auch im Programm haben, ist ja Keramik. Mhm. Genau, das ist natürlich dann gewichtstechnisch. Ja, nochmal ganz geil, ne? Da, ich würde sagen, da gehen wir gesondert irgendwann nochmal drauf ein, wenn ich alles an Pulver gleich raushauen. Ja. Wo ich dich als Experten gerade bei habe, Thema verschiedene Scheiben. Ja. Rillen, Rillen, Rillen. Was man ja ehrlich gesagt im Rennsport am wenigsten sieht, ist wirklich eine gelochte Scheibe eigentlich. Ne? Ja, weil die reißen. Also du hast halt dann irgendwie 2 Löcher über die Reibfläche verteilt und durch die Hitze fangen die dann an, quasi einen Riss von einem Loch zum anderen zu bekommen. Und wenn dann der Riss über die Scheibe hinausgeht, spätestens dann wechselst du. Das ist ganz witzig, bei den AP-Scheiben zum Beispiel gibt es halt kein Mindestmaß, kein Gewicht oder so. AP sagt einfach nur, der Riss darf halt nicht durchgehen. Und dann sollst du wechseln. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, weil die Kunden natürlich fragen, muss ich jetzt schon wechseln oder nicht? Auch da ist Tom wieder so ein bestes Beispiel. Ich habe ihm immer gesagt, Alter, die Scheiben kosten nichts, mach einen neuen Satz Scheiben drauf. Nein, die gehen noch. Und er fährt sie halt weiter. Ne? Darf der Kunde selber die Töpfe tauschen?
Also ist kein Problem. Da sagt er, das kriegt jeder hin, da selber das zu zerlegen und so. Ja. Also wir haben da auch ein Kit dann quasi für neue Muttern und neue Bobbins. Und dann kann man die tauschen, klar. Weil da sind wir bei einem weiteren interessanten Punkt, den du mir jetzt erklären musst, Thema Verschraubung von den Topf. Ja. Wir sehen ja selbst hier jetzt schon wieder einmal so eine 4-Giga Anbindung. Ja. Und hier einmal längliche Löcher. Ja. Ja, also grundsätzlich ist das auch wieder ein Thema, was viele so nicht auf dem Schirm haben. Es gibt ja eine schwimmende Lagerung, also das heißt, ich habe sozusagen ein Langloch irgendwo, wo ich Topf mit Reibring verschraube. Und das Langloch nutze ich halt dafür, durch die Hitze dehnt sich alles aus und dadurch kann es dann halt im Regelfall nicht dazu kommen, dass die Scheibe anfängt und Hotspots kriegt oder sich verzieht oder ähnliches. Und dafür ist halt im Prinzip das Float da, so nennt man das, dass eben ein Langloch in einer Anschraubfläche ist, entweder im Topf oder im Reibring, um eben eine Ausdehnung auszugleichen. Das ist jetzt aber nicht wie, ich dachte immer bei schwimmend gelagerten Scheiben, wie bei Motorradscheiben, dass du in die Hand nimmst und das so klappert. Doch, theoretisch schon. Echt? Ist echt so krass? Also hier jetzt nicht, weil wir bei dir ja auch, wie wir hier sehen, das ist eine Brembo-Anbindung, da kommen solche Anti-Rattle, die sind genau dafür da, damit das Krappeln sozusagen nicht auftritt. Da sind wir so ein bisschen von Set zu Set verschieden und auch von System zu System. Hier zum Beispiel Brembo hat eine relativ kleine schwimmende Lagerung. Ne? AP zum Beispiel, diese Riesenlöcher, da kommt halt auch ein Bobbin rein. Da hast du halt echt richtig viel Float. Also das heißt, ne, Langloch. Und wenn du da nichts mit Vorspannblechen machst, dann ist das genauso, wie du sagst. Dann macht die Scheibe Geräusche bis zum geht nicht mehr. Und da sind wir halt auch die einzigen mir Bekannten, die im Prinzip diese Verschraubung anbieten mit eben einer Anti-Rattle-Lösung, sodass das Ganze leicht vorgespannt ist, damit es eben nicht diese argen Geräusche macht, wenn es kalt ist. Weil ansonsten ist das echt super eklig. Ja, Geräusche und so ist bei meinem Auto zum Glück. Ja, aber das sage ich auch immer. Aber wie, also die Geräusche von der Bremse ist wirklich so, dass du dann halt drinnen sitzt und dich fragst, irgendwas ist da komplett im Arsch. Also, ja, weiß ich nicht, muss man halt echt wollen. So, und da gibt es dann halt, wie gesagt, verschiedene Systeme. Ne? Es gibt auch die Variante, die wir hier haben. Das ist jetzt eine reine, auch eine schwimmend gelagerte Scheibe sozusagen. Oder ja, eine zweiteilige Scheibe, die hat aber kein Langloch, also hat kein Float sozusagen. Ne? Mhm. Also hier haben wir jetzt... Also einfach nur verschraubt eigentlich. Einfach nur verschraubt, genau. Und hier sieht man halt der hier. Geht der hier rein, dann hat schon gut... Hat schon gut Luft zu allen Seiten. Und dann kommt auf der Innenseite kommt dieses Blech, aber man zieht schon logischerweise komplett auf Kontakt gegen. Ja. Also das ist komplett... 14 Newtonmeter kriegen die. 14? Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Muss man sowas wuchten? Ne. Der Ring an sich ist gewuchtet. Der Ring ist gewuchtet, ja. Also ich hätte noch nie gehört, dass da irgendwas gewuchtet wird. Man kennt ja dieses typische Autobahnbremsen und alles wummert und vibriert. Ja. Das ist ja eigentlich mehr ein Schlag nach außen. Kann das auch abfangen? Jein, also natürlich hilft das, dem entgegenzuwirken, aber das, was viele nicht wissen, sie denken, die Scheibe verzieht sich. Das ist gerade bei den Scheiben hier extrem unwahrscheinlich. Das, was hier eher passiert ist, dass du auf dem Reibring Belagauftrag hast. Das heißt, du fährst einen Belag, der die Hitze nicht ab kann, gerade Originalbelege, ich fahre auf die Rennstrecke, der Belag hat, keine Ahnung, 800 ja, Grad, der Belag kann aber vom Reibmaterial eigentlich nur 600. Und dann fängt der Belag an und trägt sich auf die Scheibe ab. Und dann fahre ich nach Hause und auf der Autobahn bremse ich und mein Lenkrad fliegt mir fast aus der Hand. So, das haben wir bei den angefahrenen Ringen, also wir haben jetzt, keine Ahnung, davon echt schon viele verkauft. Wir hatten mal so 3-4 Sätze, wo das auch so war, die wir dann halt ausgetauscht haben. Ne? Das kann klar bei einem angefahrenen Ring auch mal so sein. Aber dass die Reibringe richtig krumm sind, das ist extrem unwahrscheinlich, gerade bei der schwimmenden Lagerung. Mhm. Also das heißt, die schwimmende Lagerung beugt schon so ein bisschen vor, weil natürlich auch, wenn alles starr ist, es sich ausdehnt, ist das jetzt nicht zuträglich für eben diese Hotspot-Ablagerung auf dem Reibring. Aber letztlich ist es eigentlich wirklich, dass die schwimmende Lagerung hauptsächlich dafür ist, damit die Scheibe sich ausdehnen kann. Und dieses typische Wackeln im Lenkrad, das kriegst du im besten Fall dadurch weg, dass du entweder eine Bremsbelüftung verbaust, um deine Temperatur im Belag runterzukriegen, oder halt auch einfach einen Belag fährst, der dafür ausgelegt ist. Mhm. Das ist immer so, auch da gibt es meiner Meinung nach viel, ich will nicht sagen Halbwissen, aber viele Gerüchte, die sagen dann, zum Beispiel beim BMW, die Vierkolbenanlage, die blaue, auf den M's ist die drauf. Total die Scheißbremse, weil sie halt einmal auf die Rennstrecke fahren, dann fängt das an.
Aber das ist halt Blödsinn, weil die Bremse ist nicht scheiße. Klar ist sie jetzt nicht für die Rennstrecke ausgelegt, aber wenn ich da einen vernünftigen Belag reinpacke, dann funktioniert das in gewissen Rahmen auch. Mhm. Das heißt, die Paarung ist da schon immer entscheidend. Ja, auf jeden Fall. Was ist so Temperatur für so einen Reibring, was der kann? Also wo ist der so im grünen Bereich? So 5, 6, 700 Grad wird er schon haben, ne? Weiß ich gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Warte mal kurz. Weil das fängt ja an zu glühen so bei 500. Da gibt es hier so Paste, die man auf den Reibring drauf aufträgt und die verfärbt sich dann bei einer gewissen Temperatur. Hier außen, ne? Ah, das wären sie das, was hier außen wahrscheinlich gemacht haben. Genau, also hier haben wir zum Beispiel Orange wird zu Gelb bei 560 Grad. Rot wird zu Weiß bei 610 Grad. Ja, also das heißt 610 Grad wäre... Ja, wäre ja gar nicht so schlecht getippt, weil ich würde mal behaupten, wenn wir den hier nehmen, war das bestimmt mal rot und ist jetzt weiß geworden, ne? Würde ich jetzt mal so. Kann gut sein, ja. Ist auch egal. Ist schwierig bei denen zu sagen. Fakt ist, die können schon gut Temperatur. Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, ne, dann sind wir vielleicht so bei Maximum, keine Ahnung, 650, 700 Grad. Letztes Thema Bremsbelag. Ja. Wie sind da so eure Erfahrungen? Was empfiehlst du mir? Total unterschiedlich. Also hatten wir ja eben schon, wo die Kamera noch aus war, ich habe Kunden, die fahren halt einen, also wir haben zum Beispiel für die 660er auch einen angefahrenen Belag. Der liegt ja da auch von AP, der ist halt auch super günstig. Der ist relativ zahm, also das heißt, der verschleißt halt die Scheibe wenig. Wenn du mit denen klarkommst, so von der Modulation und so, weil das ist ja auch eine Geschmackssache. Der eine will ein Pedal, wo ich drauf drücke und das Auto blockiert sofort, der andere will ein Pedal, wo ich wirklich reindrücken muss. Und das ist im Prinzip viel von Belag abhängig, ein aggressiver Belag oder ein nicht aggressiver Belag. Deswegen kann man das immer gar nicht so genau sagen. Ich bin echt schon viele Belege gefahren. Ich muss auch da ganz ehrlich sagen, auf den AP-Anlagen, wenn du eine Bremse hast, die halt einfach sozusagen alles kann, was du ihr antust, dann spielt zum Beispiel auf der Vorderachse bei einem Auto mit Bremskraftverstärker die Belagwahl eine weniger entscheidende Rolle, als wenn du eine Bremse hast, die einfach eigentlich schon unterdimensioniert ist. Weil dann funktioniert, also wie gesagt, ich bin echt schon viele Belege in meinem M2 gefahren und bisher hat alles ganz gut funktioniert. Das ist dann eher immer so eine Frage, was für eine Strecke fahre ich, in welchem Temperaturfenster bin ich und dann lege ich den Belag genau auf das Temperaturfenster aus, damit er eben bestmöglich Verschleiß darstellt. Ne, deswegen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Wir haben jetzt bei dir erst T3 genommen. Das ist halt ein Belag, der relativ aggressiv anspricht. Den fahre ich jetzt bei mir auch auf der Vorderachse, der halt logischerweise die Temperatur gut kann. Und ja, damit bin ich halt sehr happy. Ne? Der ist preis-leistungstechnisch echt gut. Und vor allem hält er lange. Also ich hatte vorher einen Endless N39S. Der ist wesentlich schneller verschlissen an meinem Auto als bei dem Paget. Aber das muss nicht heißen, dass es bei dir auch so ist. Das ist krass, wobei man bei Endless ja eigentlich mal sagt, dass die so lange halten. Alles auch auf Mischung abhängig. Was auf jeden Fall Fakt ist, egal mit wem ich jetzt so rennsportmäßig unterwegs bin, Paget hört man immer. Ja. Also ist schon so, gerade ich habe jetzt viel auch so ein bisschen TCR-Golf-Luft geschnuppert von Golfen. Die fahren auch Paget. Ja. Das ist schon... Ja, der RSL 29, den du ja hier auch hast, der ist so das Brot- und Butter-Ding sozusagen. Das fahren ganz viele. Der funktioniert eigentlich immer recht gut. Der RST3, wie gesagt, den haben wir jetzt so ein bisschen getestet, auch auf Empfehlung von Paget hin. Mit denen tauschen wir uns ja auch aus. Da haben wir ja auch über dein Projekt gesprochen, was sie da empfehlen tatsächlich. Und die haben halt viel Ware auf Lager, sind lieferfähig, die Belege funktionieren gut, halten lange und deswegen, wir setzen viel Paget ein. Endless auch, ne? Auch Endless. Wo kommt Paget eigentlich her? Boah, ist eine gute Frage. Gute Frage, ne? AP ist England? AP ist England, ja. Okay. Also AP Racing kommt aus England und Distributor ist Isar Racing, ne? Mhm. Oh, zu Isar Racing muss ich irgendwann auch noch mal hin. Auch wahrscheinlich gibt es einen Distributor für, wo du alles kaufen musst. Genau, gibt es einen Distributor. Da gibt es jetzt eine neue Firma, die Firma Happy Racing, die ist aus dem Distributor entstanden. Die haben uns ja auch freundlicherweise die Bremsbeläge zur Verfügung gestellt. Und die wollen sich jetzt auch noch so ein bisschen mehr in Richtung Hobby-Rennsport entwickeln. So ist zumindest das, was ich da mitbekommen habe. Ist ganz neu. Könnt ihr euch mal anschauen vielleicht. Abschließend. RST3, der Belag, ist also schon ein eher ein griffigerer Belag. Mhm. Gut. Weil ich finde, er ist schon recht klein. Also ist jetzt nicht so, ich bin halt so diese Audi-Keramikbeläge immer gewohnt. Ne? Das ist ja wirklich gefühlt so ein Fladen. Ich meine, der sitzt hier schön. Das passt schon. Ja. Aber es ist halt wirklich eine Zwiefläche. Ja,
das hier müssten wir mal gucken. Gut, das wird wahrscheinlich bis zu deinem ersten Einsatz jetzt nichts, aber das wird ja auch nochmal die Reibringe markieren. Und ich gucke nochmal, ich habe noch zwei Temperatursticker, die gebe ich dir auch noch mit für den Sattel. Der Grund, warum ich jetzt gerne auf so eine professionelle Bremse auch beim Arbeit gehen wollen würde, ist genau diese Thematik, die du gesagt hast. Vorher hatte ich einfach keine Chance, verschiedene Belege zu testen. Mhm. Weil wenn man wieder irgendwie was aus verschiedenen Sätteln zusammengebaut hat, gerade wenn das ein Seriensattel, in meinem Fall war das ein Alpha-Sattel, da gibt es halt einfach nicht alles für. Ne? Und wenn du hier anklickst, Belege für den Sattel, ist ja, ja. Musst du dich ja seitenweise durchscrollen. So. Ja. Ja, das ist teilweise sogar auch zu viel Auswahl, ganz ehrlich. Weil und preistechnisch auch noch echt fair. Also so ein Satz Belege für so einen Sattel kostet, glaube ich, um die 200 Euro, je nachdem welchen Belag. Ja. Fängt, weiß ich, bei 150 an. Mit Sicherheit Endless wird wahrscheinlich eher 400 kosten oder so. Ja, ja. Aber das ist ja auch noch im Rahmen. Ja, also die Preise sind in Ordnung, das stimmt. Okay, also wir fassen zusammen. Vorderachse, 4 Kolben, großes Volumen, das größte, was es gibt. 355er Scheibe mit den angefahrenen Reibringen von euch. Mhm. Ich denke auch, da sind wir auf jeden Fall im richtigen Bereich. Jetzt kommen wir zum Thema Hinterachse. Mhm. Und zwar, wir waren bei Dirk, Thema TCR Golf. Alles, was wir uns erstmal überlegt hatten für das Auto, war auch von unserer Berechnung her schon nicht so geil. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass selbst die TCR Golfs in der VLN und so weiter eine Serienscheibe fahren. Wirklich eine Serienbremsscheibe hinten. Deswegen habe ich geguckt, es gibt von Fiat tatsächlich auch eine Serienscheibe, 264 mm hat die, glaube ich, kostet sage und schreibe 60 Euro. Ja, kannst du vorne reinstellen. Topf. Ich will gleich einen Topf rausbauen. Dazu dann passend, an der Stelle auch nochmal vielen Dank, Dirk, für leihweise diesen Sattel, konnten wir passend einen Halter konstruieren. Ihr, wir. So sieht das Ganze aus. Eigentlich echt süß, ne? Ist in dem Fall aber wirklich einfach mal Leichtbau. Also, weil der Sattel wiegt, keine Ahnung, ich glaube noch nicht mal ein Kilo. Waage holen? Also das ist wirklich echt wenig. Kommen noch Belege rein, die Scheibe. Selbst hier könnte man natürlich einen Alutopf bauen. Das wird den Kohl aber auch nicht fett machen auf dem kleinen Durchmesser. Vor allem so kannst du halt einfach kaufen und ersetzen. Das hat ja auch seine Vorteile. Ja, für das Geld, ne? Ja. Für das Geld. Und hat dann auch tatsächlich gezeigt in unserer Excel-Tabelle von Kai mit Bremse, dass es so tatsächlich auch wirklich von der Auslegung her vollkommen ausreicht. Wir müssen sogar eigentlich, also die TCRs fahren auch in der RSL 29, der ist eigentlich schon zu aggressiv. Deswegen habe ich da zur Sicherheit auch nochmal einen Ferrolo bestellt, weil das sind eigentlich so mit die, vorsichtig gesagt, die schwächsten Belege, die es immer so gibt. Die trotzdem noch Temperatur kennen, ja. DS 2500. Ich denke mal, mit dem werde ich auch anfangen, weil ich würde gerne wirklich mal die Hinterachse maximal schwach machen, ja. Dass das Ding einfach nur hinten mitläuft und mitbremst. Da braucht man natürlich dann kurzerhand auch noch ein paar Halter. Da vielen Dank nochmal an Philipp Westwood, der die nochmal schnell gefräst hat, weil das über eure Lieferketten sonst bis zum Wochenende nicht mehr geklappt hätte. Ja. Ja, wir haben ja, der Philipp hat ja für uns schon einen Satz gemacht mit der anderen. Mit den Big Brakes für hinten. Genau, mit einem anderen Bremsscheibe. Mit einer Bremsscheibe. Kurz mal einmal. Genau, da hatten wir ja erst auch einen Halter gemacht, zusammen mit der Firma Bunnik. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir haben ein paar Ingenieure, die mit uns zusammenarbeiten. Der Philipp, Bunnik Engineering, ist einer davon. Und der hat uns da unterstützt. Dem haben wir das alles zugeschickt, beziehungsweise du. Und er hat dann einmal eben Halter entworfen, weil für die Hinterachse haben wir keine Daten. Mhm. Das heißt, da mussten wir dann selber ran. Sind allerdings relativ schnell zum Schluss gekommen, dieser Sattel, das ist eigentlich ein Lotus-Vorderachsensattel. Deswegen ist der eigentlich auch für eine belüftete Scheibe. Und an dem Auto, einem belüfteten Reibring, hinten irgendwas um die 300 mit dem Sattel, mit den großen Kolben, das ja. Könnte man irgendwann mal machen, wenn es ein Allradarbeit ist vielleicht und der noch ein bisschen Gewicht hinten hat. Aber aktuell gehen wir eher auf die kleinsten Leute. Ja. Ich bin mal gespannt, ich werde es wiegen, alt und neu. Ich bin der Meinung, dass wir mit der neuen Bremse die Kombination vorne und hinten sogar Gewicht sparen. Mhm. So, weil dieses Setup mit dem Sattel und dem Belag da drin, also viel leichter kann man, glaube ich, echt eine Bremse bald nicht mehr. Ich habe auch eine Waage da, wenn du irgendwas wiegen willst. Ne? Ich weiß, ja, wir machen müssen dann, ich habe die Gewichte nicht im Kopf, wir müssen das auf jeden Fall im Quervergleich machen. Also das ist jetzt... Das ist eigentlich auch ein AP. Ja. Mit 12 Monaten Lieferzeit so ungefähr. Ja, genau. Bin mal gespannt, wann sie dann ankommen. Deswegen von Dirk einmal schnell zum Konstruieren, einen schon mal geliehen. Ja. Das ist eigentlich Lotus Vorderachse, sind okay. Die, glaube ich, verbaut. Also auch AP, aber Lotus okay. Vorderachse. Ja. Man sieht halt sofort, unbelüftete Scheibe, ja. Belüftete. Und der Sattel ist auch gemacht für eine 265er Scheibe. Ja. Also ja. Man sieht einfach, wie der hier drauf sitzt. Das passt da einfach halt. Ja, das haben wir jetzt für die F8XM-Modelle haben wir das auch gemacht. Wir nehmen
den 9449er Hinterachssattel mit einer originalen Bremsscheibe von BMW. Ja, ja. Sieht man auch hier schön dran. V1 und V2 ist halt gleich der Bremsscheibendurchmesser unterschieden. Ja. Ja, geil. Okay. Das heißt, einfach zusammenbauen, draufschmeißen, glücklich sein, losfahren, fertig. Genau, dann kannst du halt noch überlegen hier, dass hier ist auch noch sowas. Ich hatte ja gesagt, soweit mir bekannt, für die schwimmende Lagerung der AP-Reibringe. Also das hier, was du jetzt hast von Brembo, das haben alle so. Das ist das Brembo-System, was du so kaufen kannst. Bei den AP-Reibringen, da gibt es aber nichts off the shelf sozusagen, um die etwas vorzuspannen. Mhm. Und da haben wir uns halt was überlegt, was so funktioniert. Und sind da meines Wissens nach auch die Einzigen, die das so anbieten. Und wo wir auch eine der wenigen Firmen sind, die sowas hat, ist wieder bei dem Belag. Also du hast halt bei diesen Rennbremsanlagen zwei Themen, die übelste Geräusche machen. Das ist halt, wie gesagt, Verschraubung, Reibring zu Topf und Bremsbelag, weil der halt sehr locker in dem Sattel sitzt. Mhm. Und auch da haben wir uns halt was einfallen lassen und haben solche Vorspannlösungen gebaut, die eben den Belag runterdrücken. Mhm. Genau. Die alte Klapperschlange hier. Das ist halt, es geht ein bisschen weg, klar, weil du ja die Knockback-Federn hast und logischerweise ja auch der Belag ein bisschen an dem Reibring liegt, aber trotzdem, wenn die ein bisschen angefahren sind und je nachdem auch, was es für ein Fabrikat ist, jeder hat ein bisschen andere Toleranzen, ist das schon echt übel. Also außer ich habe ein gerade verzahntes Dockgetriebe dazu, dann ist das so viel lauter, dass die Bremse auf einmal egal ist. Ja, ich meine, da kommt ja auch immer drauf an, wenn man jetzt nur auf die Rennstrecke fährt, dann geht das relativ schnell weg, wenn die Temperatur reinkommt, aber zum Beispiel, wir haben die erste Bremse auf meinem Auto montiert, ohne die ganzen Geschichten. Und mein Vater sollte das Auto von der Werkstatt, die damals mit uns das gemacht hat, abholen und zu mir fahren. Und der ist nach 10 Kilometern, hat er mich angerufen und gesagt, nö, ich fahre nicht mehr weiter mit dem Auto, hier ist irgendwas im Arsch. Aber die besagten Federn von dir jetzt, die kommen jetzt, die spannen den Belag da drin vor, oder wie? Ja, genau, einfach hier oben drauf. Also das hier sind Hülsen, die machst du runter und dann kommt auf die Schraube eben diese Feder, die drückt den Belag dann leicht runter. Das heißt, die Hülse ist komplett weg dann? Genau. Die lassen wir weg. Da musst du aber, wie gesagt, auch mal gucken. Ich würde es vielleicht mal ohne testen. Wie gesagt, bei dir ist jetzt eine Besonderheit. Schon ist eigentlich ganz geil. Aber wenn du, selbst wenn du an der Nordschleife nur von deiner Garage zur Zufahrt fährst, wie gesagt, ist schon echt eklig. Und das hier abschließend? Aber da eine Sache müssen wir jetzt als allererstes machen. Ich stelle mir die ganze Zeit schon die Frage, was passiert, wenn man diesen QR-Code auf diesen AP-Satteln scannt. Kriegst du eine App. Ja, der normale Scanner kann es auch nicht, also man muss es tatsächlich mit der AP-App dann machen. Ja, ich glaube schon. Normalerweise öffnet sich immer was, aber der kann das nicht. Okay, was haben wir hier? Boah, ist das ein Gerät, Alter. Ja, das ist jetzt die Straßenvariante. Genau, also ist halt auch nochmal, ich sag mal, Optik optimiert. Ich finde ja auch die Variante geil, aber hier haben wir dann halt auch Farbe. Ne? Viele wollen ja dann doch auch eine Farbe, die kann man halt in Schwarz und Rot kriegen. Die haben dann halt wiederum auch diese Staubschutzmanschetten. Weiß nicht, ob man das so sieht auf der Kamera. Also hier sind halt Gummimanschetten, ich meine, die meisten werden es ja kennen. Und das ist halt die Lösung, wenn halt jemand wirklich sagt, ich will einmal im Jahr auf der Nordschleife zwei Runden drehen. Da kommt es mir jetzt nicht darauf an, dass ich irgendwie der Schnellste bin, aber ich will trotzdem halt eine bessere Bremsleistung und vor allem auch eine geile Optik, dann ist sowas halt geil, weil das hier ist natürlich schon mal eine richtige Wucht. Und man hat ja dieses minimalistische Design auch schon zumindest angefangen umzusetzen. Also das ist ja schon auch alles echt, ja, echt freigegossen. Ne? Ja, ist halt trotzdem relativ leicht. Gibt es die Variante mit TÜV? Also kann man sowas eintragen? Grundsätzlich können wir alle unsere Bremsen eintragen mit den richtigen Leuten, sagen wir so. Das heißt, da wird dann ein Festigkeitsgutachten gemacht, Bremsproben gefahren? Das kommt drauf an. Wir haben ein paar Partner, die halt da entsprechende Dokumente schon haben. Also das heißt, bisher haben wir jede Bremse, die wir montiert oder verkauft haben, auch eintragen können. Also Arbeit nächste Woche beim TÜV. Ja. Nur die Vorderachse am besten, sicherer. Ich glaube, da wird es neben der Bremse noch ein paar andere Themen geben, aber... Nein, Spaß, ist ja reines Track-Tool. Okay, Raffi, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Haben wir wieder ein bisschen Content hier zurechtgelegt. Schön, was er hier macht. Freut mich, dass es noch Firmen in Deutschland gibt, die sich mit dem Thema Tuning so beschäftigen. Vielen Dank für die Bremse. Ich werde sie anbauen. Ich werde dich weiterhin belästigen und nerven mit meinen kranken Ideen, die ich so habe. Ja, sehr gerne. Und werde als allererstes natürlich berichten, wie es fährt. Aber erstmal müssen wir noch anbauen. Das seht ihr dann auf jeden Fall im nächsten Video. Dann wiegen wir das Ganze auch nochmal durch. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf dem Bilzer Berg, wo ihr dieses Jahr auch öfter mal wieder hin wollt. Auf jeden Fall. Dann steht ja noch unser Battle aus. Jahres gegen... Das kriegen wir hin. Den Jahres müssen wir auch noch vorstellen, weil da ist nämlich eine Cyvex drin. Ja. Wurde mir gesagt, ne? Mhm. Ja,
viele weitere Projekte habt ihr auch noch, deswegen, das wird nicht das letzte Video sein, aber für heute reicht. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Zeit. Schaut auch gerne mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Schaut gerne hier vorbei, schaut im Onlineshop vorbei. Als BMW-Fahrer werdet ihr das auf jeden Fall, finde ich. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.